Austunnel, das ist ein schlechter Witz. Ich habe die ganze Zeit die Kamera aus. Wir fahren nur Kurven, 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 Kurven. Ich mach die Kamera an, was kommt? Ein 10 Kilometer gerade, gerader Tunnel. Fuck, willkommen zur Autobahn. Ja gut, hey Leute, willkommen zum heutigen Video. Heute soll es um die Mitternachtsrunde gehen. Mit am Start ist Brooke. Wir sollten echt schlafen gehen und kein Motorrad fahren. Aber ihr wisst ja, wie es im Leben immer läuft. Man macht das, was man eigentlich nicht machen sollte. Auf jeden Fall mit am Start ist Brooke und vor mir Mark auf der BMW R1200 GS. Der ist fleißig am Motor und am Kofferschleifen. Ne, Spaß beiseite, der Typ kann echt fahren. Und wir fahren hier, ich habe die ganze schöne Strecke nicht aufgenommen. Ihr werdet aber auch nicht viel von sehen, weil es einfach wirklich dunkel ist. Für mich ist es noch dunkler als für euch. Also beschwert euch bitte nicht, weil ich habe ein getöntes Visier drauf. Ist illegal, ich weiß, aber ich bin nicht in Deutschland, deswegen kann ich das ohne Probleme sagen. Jetzt kriege ich noch einen Brief aus der Schweiz. Hey yo, hier, wir haben dein Video gesehen. Nee, okay, ich sollte mir vielleicht nicht so viel einbilden. Jetzt seht ihr wieder was. Fun Fact, ich habe das Bike getauscht mit Brooke, weil mein Bike hat Griffheizung, ihr ist nicht, und ich dachte mir, weil sie weniger Erfahrung als ich hat auf so enorm langen Trips, dass ihr vielleicht, hör mal auf, so viel Gas zu geben mit der MC07. Die Dame treibt meinen Spritverbrauch in die Höhe. Ich weiß, der Auspuff hört sich geil an. Ich weiß es, aber unterdrückt die Glücksgefühle, okay? Oh Mann, sie lacht übers Intercom. Macht es trotzdem weiter, ist okay. Auf jeden Fall haben wir es Bikes getauscht und sie hat jetzt die Griffheizung, weil sie einfach weniger Erfahrung hat und ich wollte, dass sie sicher nach Hause kommt und bequem und den Trip als positiv empfindet, und deshalb fährt sie gerade die MC07. Und ja, die CW500 geht auch vollkommen klar vom Handling, und ja, ich finde sie persönlich mega nice zu handeln, auch hier bei Pässen und so, bei Talfahrten, Bergfahrten, und ja, finde ich generell ein extrem schön zu fahrendes Motorrad. Jetzt fahren wir natürlich auch mal wieder einen 10 Kilometer geradeaus-Tunnel. Das ist ein schlechter Witz, ich habe die ganze Zeit die Kamera aus, wir fahren nur Kurven, 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 Kurven. Ich mache die Kamera an, was kommt, ein 10 Kilometer gerader Tunnel. Ja, hier drin könnten wir eigentlich Topspeed testen, oder? Ne, wir lassen es lieber sein. Auf jeden Fall. Okay Leute, weiter geht's mit der Mitternachtsrunde. Okay, so viel dazu. Wir sind heute schon 470 Kilometer weit gefahren. Es hat einfach enorm viel Spaß gemacht. Und Brooke als relative Anfängerin, A2-Anfängerin, sie ist auch nicht so viel in der 125er-Zeit jetzt gefahren, hat es nicht als so nervend erfunden oder anspruchsvoll oder wie auch immer. Ihr hat super gefallen, der Trip. Komischer Autofahrer, sehr, sehr komischer Autofahrer. Auf jeden Fall hat sie mega Spaß gemacht. Sie hat schon gesagt, immer wieder, als wir eine Pause eingelegt haben. Wichtig, Leute, Pausen machen. Wirklich Trips nicht durchfahren, das werdet ihr schnell merken. Jede halbe Stunde bis dreiviertel Stunde Minimum. Pause machen beim Motorradfahren. Ihr kommt nicht schneller an, wenn ihr keine Pause macht. Ihr kommt nur gestresst an und dann müsst ihr kompensieren und was weiß ich was. Entspannt euch beim Urlaub. Das habe ich auch erst lernen müssen. Aber jo, kommen wir weiter zu ihr. Das hat sie mir auch in den Pausen immer wieder gesagt, dass sie den Trip genießt und die Kurven gefeiert hat und ihr richtig gut getan hat, solche tollen Strecken gefahren zu sein, wie wir sie gefahren sind, weil es ihr enorm geholfen hat mit ihrer Kurventechnik da. Boah, die MT-07 schaut so sexy aus von hinten mit dem Rücklicht. Brooke meinte gerade, vor allem mit ihr schaut die MT-07 sexy aus. Und, gefällt es dir, von hinten geblendet zu werden von einem eigenen Motorrad? Oh Mann, immer wenn ich Gas gebe. Es ist so lustig, wie schnell man sich dran gewöhnt, langsam zu fahren in der Schweiz, weil man die Bußgelder alle kennt. Ach, ist es schön. Wir fahren jetzt nach Landquart. Saas. Oh, hört die sich sexy an. Hört man bestimmt nicht halb so gut auf Video, wie man es live hört.
Boah, die Kurven hier sind krass. Ich wollte wirklich gerade Brooke fragen, stürzt dich, wenn ich dich blende mit dem LED-Licht? Oh, sehr scharfe Kurve. Oh, die MT-07 hört sich so sexy an von hinten. Ne? Weil ich kann mir gut vorstellen, es geht auf Dauer auf den Sack, wenn man es die ganze Zeit hört. Brooke, was ist Ihre Meinung dazu? Brooke meinte soeben, irgendwann hört man die MT-07 gar nicht mehr, weil man sie einfach ausblendet. Aber hört sich schön kernig an, zwei Zylinder. Oh, was sind das für eine Straße, ganz ehrlich. Schon geile Kurven. Ich hatte gerade einen Vorderradrutscher auf einen Stein getroffen. Ne, es war keine Bodenwelle, es war irgendein Stein, es war ein Versetzer vom Vorderrad, nicht durch eine Bodenwelle. Achso. Ja. War irgendein Stein. Ich habe sie ein bisschen arg weit außen angefahren, deswegen war Straßendreck im Spiel. Alles halb so wild. Hab's nicht mehr fangen müssen. Sie hat sich von selber gefangen. Alles gut. War jetzt nicht, ich war nicht schräg unterwegs, von daher ist eh Bums. Ey, wären wir diese ganzen Strecken hier bei Tag gefahren, ganz ehrlich Leute, ihr könnt es nicht wissen, aber ich und Brooke fahren schon den gesamten Tag lang, jetzt mittlerweile schon über 10 Stunden im Sattel, oder? Ne, knapp 10 Stunden, ja, etwas über 10 Stunden im Sattel. Und ja, wir haben so viele schöne Strecken erlebt, aber die meisten bei Nacht, sprich, als die Dämmerung schon eingesetzt hat, ab 8:30. Und davor sind wir halt nicht so viel schöne Strecken gefahren, beziehungsweise waren Eis essen, waren noch im Restaurant was essen. By the way, ich bin gar kein Fan vom Restaurant essen. Ich finde es echt zu viel Geld für das, was man bekommt. Ich esse viel lieber in der Dönerbude, so für 5 Euro einen Döner, und freue mich dann wie ein Schnitzel drauf, Motorrad zu fahren und das Motorrad voll zu tanken. Und so ist halt so, wenn man jung ist, muss man aufs Geld schauen. Ist leider so, aber jo. Was mir gerade einfällt, wie bin ich eigentlich noch in der Lage dazu, so spät, obwohl wir 10 Stunden im Sattel sitzen, zu vloggen? Jetzt vlogge ich momentan besser, als wenn ich frisch aufgestanden bin, ausgeschlafen, den Vlog vorbereitet habe. Und jetzt vlogge ich plötzlich besser. Alles klar, macht auf jeden Fall Sinn. Und jetzt dieser Plot-Twist, ich schaue mir am Ende am PC so die Sachen an und denke mir so, oh weia. Ich hätte so gern Tempomaten bei der Yamaha. Na gut, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn es so ist, lasst doch ein Like da. Wenn ihr gern Vlogs beim Tag sehen wollt und nicht in der Nacht, dass ihr auch wirklich was seht, dann lasst es mich unten in den Kommentaren wissen. Ich glaube, die Antwort wird ja sein. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao, Leute. Leute, ganz ehrlich, seht ihr diese Serpentinen? Immer wenn ich die Kamera ausmache, um nicht zu vloggen, fahren wir die geilsten Strecken ever. Wirklich ehrlich. Wirklich ehrlich. Zum Unterzapperino, kommst du wohl her? Ja gut, ihr habt es ja gesehen, ich mache die Kamera jetzt aus. Ist eh nicht spannend bei Nacht.